Seit Ende November des vergangenen Jahres ist Dominik Thalhammer Trainer des belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Und die aktuelle Bilanz kann sich absolut sehen lassen. Denn damals, als er Ende November die Mannschaft übernommen hat, war sie akut abstiegsbedroht. Am Ende, nach 34 Spieltagen, beendet man auf dem 10. Rang die Meisterschaft von 18 Teams. Und Dominik Thalhammer ist uns via Skype zugeschaltet, aus seinem Trainerkammerl mehr oder weniger. Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, freut mich. Herr Thalhammer, okay. Sehr gerne. Bevor wir über das Sportliche sprechen, würde mich ganz brennend interessieren, nach 5 Monaten Belgien, wie fällt denn Ihr Resümee aus? Ist es eine Wohlfühloase oder vielleicht nur aufgrund des Erfolgs? Wohlfühloase würde ich jetzt nicht sagen, weil der Einstieg auch schwierig war und die Mannschaft auf Position 17 war und auf einem Abstiegsrang und nur einen Punkt entfernt war vom 18. Platz. Und dann in weiterer Folge lief's richtig gut. Und wir haben dann die Meisterschaft auf Platz 10 abgeschlossen und waren seit Dezember auf die 6. beste Mannschaft in Belgien und haben große Mannschaften in Belgien geschlagen, wie Club Brügge und Anderlecht. Und von daher was im Ende dann eine sehr erfolgreiche Zeit und jetzt ist es einfach sehr wichtig, dass man die nächsten richtigen Schritte auch macht. Wollen wir das Ganze vielleicht mal von vorne auf? In den ersten 8 Spielen sind Sie 7-mal mit Ihrer Mannschaft als Sieger vom Feld gegangen. Sie haben bereits gesagt, der ein oder andere große Club aus Belgien war auch mit dabei. Haben Sie sich da selber ein bisschen kneifen müssen, dass alles so gut funktioniert? Beziehungsweise was war denn das Erfolgsrezept gerade am Anfang? Ich weiß nicht, gar nicht viel nachdenken und ich hatte schon länger Kontakt mit Cercle seit September, aber dann ging es doch von einem Tag auf den anderen und was natürlich auch sehr überraschend war, der Club hat einen Tag vorher auch gewonnen und dann kann man sich vorstellen, was am nächsten Tag auch in Belgien los war und auch eine große Überraschung der Medien, weil man nicht immer einen Trainer wechselt, wenn man gerade auch ein Spiel gewonnen hat. Aber der Club hat auch schon vorher die Entscheidung diesbezüglich getroffen und dann ab nach Belgien und ab ins Hotel. Und viele Spiele innerhalb kurzer Zeit und auch über Weihnachten. Und da gab es gar nicht so viel Zeit nachzudenken und einfach zu tun und zu handeln. Und dann lief es richtig gut und das war auch sehr wichtig für meinen Einstieg hier. Wie hat sich das belgische Publikum wahrgenommen von Anfang an? Das auf der einen Seite weiß man, österreichische Trainer im Ausland, das kann durchaus funktionieren, wie Ralf Hasenhüttl und Co. gezeigt haben. Aber war das vielleicht eine skeptische Haltung, weil ein Österreicher eine belgische Mannschaft trainiert oder ein sehr offenes Volk, das quasi jedem eine Chance gibt? Ich glaube schon, also meine Wahrnehmung war schon eine gewisse Skepsis zu Beginn, aber natürlich dann mit den Siegen auch viel Respekt dann entgegengebracht und ich glaube, wir haben dann wirklich mit dieser Mannschaft, mit Cercle, eine klare Identität auch entwickelt und nach 5, 6, 7, 8 Wochen wusste jeder in Belgien, wofür wir stehen, was wir wollen, wie wir spielen wollen und dass es gegen uns richtig ekelig ist zu spielen und das haben wir dann auch am Platz unter Beweis gestellt und auch diese Kultur, diese Never-Giving-Up-Culture im Club zu implementieren. Und das gefiel dann den Leuten natürlich schon sehr, weil, glaube ich, auch die Fans hier sehr, sehr bodenständig sind. Und jetzt ist natürlich die Sichtweise auch eine ganz andere mit sehr viel Respekt und Akzeptanz. Gut, jetzt stehen Sie bis Ende der nächsten Saison dort unter Vertrag. Ich sage mal, der Stellenwert, was Sie betrifft, gegenüber dem Publikum hat sich mit Sicherheit erhöht und wird sich auch bestätigen lassen. Was streben Sie denn an in der kommenden Saison? Die Trauben hängen jetzt wahrscheinlich, seitdem Sie beim Verein sind, etwas höher. Ja, die Performance war halt, einerseits war die Performance eigentlich in den meisten Spielen richtig gut. Ich glaube, dass wir nur in 2, 3 Spielen nicht so klar die Kontrolle hatten und wir haben alle Mannschaften unglaublich angepresst und mit höchster Intensität gegen diese Mannschaften gespielt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Mannschaft auch richtig überperformt hat. Sie ist das jüngste Team in Belgien und hat dann wirklich richtig gut performt und wie ich schon noch erwähnt habe, seit Dezember Nummer 6 in Belgien und von den Punkten her. Und entspricht aber nicht ganz der Realität, weil ich glaube, dass die Mannschaft momentan sicher nicht Top 6, Top 8 oder auch Top 10 ist, aber sie einfach durch ihre Struktur und durch ihre Spielweise und durch ihren Zusammenhalt
ja mehr erreicht als vielleicht gerade auch die Qualität der Mannschaft ausmacht, weil die Qualität der Mannschaft in Belgien richtig, richtig hoch sind. Also das sind teilweise Mannschaften vor uns oder auch hinter uns, die einen richtig hohen Transferwert haben und sehr, sehr gute individuelle Spieler. Ich glaube, am Ende des Tages muss man jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und es geht jetzt nicht um eine Revolution und jetzt viel, viel, großartig viel zu verändern, aber es geht um Evolution, um eine Entwicklung und das ist dem Verein einfach sehr wichtig, dass man einfach hier mit einer jungen Mannschaft spielt, vielleicht sogar mit einer der jüngsten Mannschaften Europas oder der jüngsten Mannschaft in Europas und hier Spieler entwickelt, voranbringt, ein Team entwickelt und das ist auch dem AS Monaco sehr wichtig, der ja dem ja auch Circle gehört. Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, in dieser Woche waren Sie erst wieder zu Besuch in Monaco oder sind mit dieser Mannschaft aufeinander getroffen, um junge Spieler von Monaco quasi zu Circle zu bringen. Und die gut genug sind, kommen dann wahrscheinlich wieder zurück zum AS Monaco. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach diese Kooperation mit dem französischen Spitzenverein? Ja, ich denke, eine Win-Win-Situation für beide. Ich denke, junge Spieler haben die Möglichkeit auf einem sehr hohen Level hier in Belgien. Die belgische Liga ist für mich eine sehr, sehr interessante Liga und ein Sprungbrett für viele junge Spieler, Erfahrung zu sammeln und dann mit den gesammelten Erfahrungen vielleicht den nächsten Schritt auch beim AS Monaco zu machen zu können. Und ja, letzte Woche hatten wir dort einen Austausch und es war natürlich auch sehr, sehr interessant, auch dort dann mit dem Trainer der ersten Mannschaft, mit Philippe Clement, zu sprechen. Und ja, also das war schon eine Bereicherung. Mhm. Geben Sie uns mal generell einen Einblick, wenn man den österreichischen und den belgischen Fußball vergleicht. Was ist denn der eklatanteste Unterschied Ihrer Meinung nach oder gibt es viele Parallelen? Ich weiß nicht, ich denke mal die Leistungsdichte, weil in Belgien doch sehr, sehr viele Mannschaften sind, die unter die Top 4 hineinspielen können und vielleicht 7, 8, 9 Teams da sind, die wirklich auf einem richtig einer Ebene oder einer relativ hohen Ebene einfach sind und sich challengen können und im Grunde auch in Belgien der 15. den zweiten schlagen kann an manchen Tagen und das macht diese Liga sehr, sehr interessant. In vielen Teams sind wirklich zumindest 2, 3, 4 richtig gute Spieler oder Stürmer, Offensivspieler vertreten und mit sehr hoher Qualität, sehr, sehr physische Liga, sehr dynamische und schnelle Liga und das ist vielleicht einfach so der größte Unterschied zur österreichischen Liga. Jetzt wissen wir auch, dass die belgische Nationalmannschaft bis vor kurzem noch auf Platz 1 der FIFA-Weltrangliste gestanden ist. Jetzt ist Brasilien derzeit auf dem ersten Rang. Merkt man da auch innerhalb des Landes und vielleicht auch speziell in Brügge, dass die richtig fußballverrückt sind und vor allem nach dem ganz, ganz großen Titel irgendwo greifen wollen bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Ja, das merkt man auf alle Fälle. Wobei einfach hier in unserer Stadt wir natürlich mit Club Brügge einfach den großen Verein haben und Circle der kleinere Verein ist, der aber auch vor allem in der Stadt selber einfach eine tolle Fanbase hat und worum wir einfach momentan auch kämpfen, dann viele, viele Fans wieder auch zurückzubekommen. Aber ich denke, es gibt auch viele Dinge hier, wo ich sage, in Österreich ist so der Unterbau und was die Akademien betrifft, da brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Also da gibt es sicher auch da vielleicht bei dem einen oder anderen Verein auch noch richtig, richtig große Potenziale. Ihre persönliche Meinung, wie geht es weiter mit Ihrer Mannschaft? Der ein oder andere Spieler hat sich möglicherweise ins Rampenlicht gespielt. Es wird wahrscheinlich Transfers dann auch in der Sommerpause geben. Wie haben Sie versucht, vielleicht dagegen zu argumentieren, um den Kader festzuhalten, damit hier vielleicht auch ein Stamm gebildet werden kann? Oder ist das vielleicht auch gar nicht die Philosophie des Vereins, dass man über mehrere Jahre versucht, einen großen Kern zu halten? Naja, es geht im Grunde darum, junge Spieler zu rekrutieren, die hier ihre nächsten Schritte machen können und dann zu einem großen Verein auch weitergehen. Das ist schon die Strategie hier. Aber man muss natürlich auch als junger Spieler, wie zum Beispiel Rabi Matondo, der von Schalke kam und ausgeliehen worden ist, der eine fantastische Saison gemacht hat und jetzt auch im Kader war von Wales, wie Wales gegen Österreich gespielt hat. Und er muss halt wissen, wann er den nächsten Schritt macht, weil hier kann er sich auf hohem Niveau entwickeln, hier kriegt er Einsatzzeiten und wenn er dann vielleicht mit seinem Alter von 20, 21 zu früh den nächsten Schritt macht und dann irgendwo auf der Bank sitzt, dann ist eigentlich alles vergessen, was er sich jetzt in den letzten Monaten hier
aufgebaut hat. Und da gibt es einige Spieler, die richtig interessant sind, richtig junge, gute Spieler mit Profil und guten Fähigkeiten. Aber sie müssen halt wissen, wann sie den nächsten Schritt machen. Und das ist aber natürlich nicht immer das Einfache, zu wissen, wann man den nächsten Schritt gehen soll oder wann es gut ist, auch zu bleiben und noch ein Jahr auf diesem Level zu spielen. Etwas schnell gegangen ist es für den letztjährigen Aufsteiger, der momentan die Liga sozusagen rockt mit Union Royale Saint-Gilloire. Eine Provinz, wo viele Fußballverrückte wieder zum Leben erwacht sind, als dieser Verein in die erste Liga zurückgekehrt ist. Und momentan stehen sie auch an der Spitze und können tatsächlich vom Titel träumen. Erzählen Sie uns vielleicht mal, wie hat es sich gegen diese Mannschaft angefühlt? Wie groß ist die Euphorie? Ihre Mannschaft lag mit 0-2 vorne und dann hat sie trotzdem noch mit 3-2 verloren. Sind die unschlagbar in dieser Saison? Nein, das sind sie nicht, aber es ist eine sehr stark gewachsene Mannschaft, die länger schon zusammenspielt, die aus meiner Sicht auch sehr gut gecoacht ist. Und die auch mit Wansi und Undaf wirklich überragende Sturmspitzen haben. Und ein sehr gutes 3-5-2-System spielen. Und wir haben da 2-0 geführt. Wir haben dann auch geglaubt, wir sind in einem anderen Film. War eine richtig gute Leistung. 60 Minuten lang die Intensität haben wir dann nicht ganz halten können, weil wir noch einen schweren Fehler am Ende gemacht haben. Aber es ist natürlich die Überraschungsmannschaft in Belgien. Mein Tipp ist aber dann doch, dass Club Brügge den Meistertitel holen wird, weil sie einfach die größte Spielerqualität oder größte individuelle Qualität in ihrem Team auch hat. Gut, also die Prognose von Dominik Thalhammer lautet, dass der Überraschungsaufsteiger zwar eine gute Saison gespielt hat, aber letztendlich dem FC Brügge dann den Weg frei räumen muss. Ich würde ganz gerne auch noch zurückblicken auf Ihre Zeit beim LASK, mit der Sie vielleicht jetzt mit ein bisschen Abstand etwas besser klarkommen. Wenn Sie so zurückblicken, gab es Dinge, die Sie vielleicht anders gemacht hätten in Österreich? Ja, ich glaube, man muss es vielleicht in zwei Teile unterteilen, in den Beginn und in das Ende. Und ich denke, am Beginn stand eine sehr gute Zeit. Also ich habe damals einen LASK gesehen, der in allen Phasen des Spiels richtig gut war, im Herbst 20. Wir waren Tabellenführer in der österreichischen Bundesliga im Dezember. Wir haben herausragende Spiele gegen Sporting Lissabon gemacht, in der Euroleague. Wir haben uns für die Euroleague-Gruppenphase qualifiziert, haben tolle Spiele gegen Tottenham und Antwerpen gemacht und haben das Cup-Finale erreicht und am Ende waren wir Vierter. Im Frühjahr waren dann halt schon gewisse Dinge, die vielleicht einer gewissen Unklarheit in der Spielweise geschuldet waren. Da wurden viel Unruhen und Probleme ein bisschen so in das Team hineingetragen. Und das spüren wir dann im Sommer dann ein herber Verlust an individueller Qualität, an Spielern. Vier Spieler, die in der Innenverteidigung eigentlich dann zu Beginn der neuen Saison gefehlt haben, mit Trauner, Andrade, Wiesinger, Filipovic. Solche Spieler kannst du einfach nicht vorgeben. Und dann war der Saisonstart nicht optimal. Und dann hat sich der Verein so entschieden, wie er sich entschieden hat. Aber klar, es ist einfach, glaube ich, die Kunst, gewisse Tendenzen und Strömungen früher zu erkennen und gegenzusteuern. Und das ist mir dann am Ende nicht gelungen, aber ich würde trotzdem die Zeit beim LASK bis auf das Ende als eine sehr erfolgreiche sehen. Und Sie werden mit Sicherheit den österreichischen Fußball nach wie vor verfolgen und der LASK ist momentan in den Abstiegskampf mit involviert und hat auch immer schwankende Ergebnisse. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist der Kader vielleicht jetzt wirklich so dezimiert aufgrund zahlreicher Abgänge, dass man in Linz kleinere Brötchen backen muss oder muss der LASK eigentlich trotzdem unter den Top 6 sein, Ihrer Meinung nach? Grundsätzlich glaube ich, dass die letzten drei Transferperioden nicht gut waren. Und das ist das eine. Und dass dann natürlich auch gewisse Unklarheiten es gab, wie der Verein jetzt auch spielen soll. Ohne die Identität zu verlieren, ohne dieses scharfe Spiel gegen den Ball auch zu verlieren. Also das war ja immer das Ziel. Keiner wollte da irgendwas ändern. Um jetzt im Detail den Club zu bewerten und zu beurteilen, da bin ich einfach zu weit weg.
Alles klar, dann runden wir unser Gespräch noch mit einem interessanten Thema ab, wo Sie wahrscheinlich auch grübeln, wer könnte denn der neue ÖFB-Teamchef werden? Wer wäre Ihr persönlicher Favorit? Wäre es ein Peter Stöger, weil er es aufgrund seiner Vita und seines Alters vielleicht auch verdient hätte, Trainer zu werden? Oder glauben Sie, dass der ÖFB eine ausländische Lösung präferiert? Ja, ich glaube, es hängt immer davon ab, welches Profil man gern hätte. Und es, glaube ich, geht weniger darum, wen ich gerne hätte oder wer andere gern hätte. Die Frage ist, welches Profil sucht man, welchen Trainertyp sucht man, welche Spielweise sucht man. Ich glaube, wenn man dieses Profil hat, dann kann man auch die richtige Personalauswahl treffen. Ich glaube, von dem hängt sehr, sehr viel ab, von dieser Identität oder von diesem Rahmen, den ein Trainer auch erfüllen kann für den ein Trainer auch steht. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und von daher gibt es sicher genug spannende Kandidaten. Ich glaube aber, ja, es geht um das österreichische Nationalteam ich glaube auch, dass die österreichische Trainerausbildung eine sehr gute ist. Die braucht sich vor keiner europaweit verstecken ich finde halt schon, dass es ein österreichischer Trainer sein muss, weil ich glaube, man hat genug gute da müsste man schon einen finden. Mhm. Das österreichische Nationalteam ist erst vor wenigen Wochen an Wales gescheitert, hätte noch das Ticket für die Weltmeisterschaft zünden können. Was ist Ihrer Meinung nach seit dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft gegen Italien passiert? Haben Sie da auch einen Leistungsabfall ein bisschen begutachten können? Oder ist dann Wales eigentlich zu gut gewesen an diesem Tag? War es wirklich nur die Personalie Bale, die den Unterschied gemacht hat? Ja, auch das ist irgendwie sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube schon, dass das auch die Zeit von Franco Foda eine erfolgreiche Zeit war. Wie es dann so weit gekommen ist, dass man gegen Wales es nicht geschafft hat, weiterzukommen, ist sehr schwer einfach zu beurteilen, weil man ja so die Internas überhaupt nicht weiß. Es gibt so viele Leute, die von außen immer bewerten und haben sehr, sehr wenige Informationen darüber, was man überhaupt will und was man überhaupt spielen will, welchen Plan man hat und ob man diesen Plan auch umsetzen könnte. Das wissen wir ja von außen gar nicht. Am Ende steht einfach das Resultat am Ende wahrscheinlich dann schon enttäuschend, weil man gegen Wales schon auch weiterkommen kann, ja. Gut, der morgige Freitag wird dann zeigen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt und ob es dann eine nationale oder internationale Lösung wird. Wirklich zum Abschluss kommen wir jetzt, indem ich Sie auch noch frage, wie verbringen Sie die Sommerpause? Die Liga ist jetzt gelaufen. Wie entspannen Sie sich? Wie versuchen Sie, den Energietank wieder aufzuladen? Ja, wir haben eigentlich die Preseason jetzt schon gestartet, mehr oder weniger, weil in Belgien gibt es ja ein sehr spezielles System und das ist schon wieder auch, jetzt habe ich gesagt, was die Vorteile in Belgien sind, aber auch der Vorteil in Österreich, weil in Belgien nur die Top 8 weiterspielen noch die eine oder andere Woche und für uns die Meisterschaft nun auch beendet ist. Also wir haben jetzt eigentlich die Preseason gestartet, werden dann noch einmal unterbrechen und werden dann Anfang Juni noch einmal neu starten. Das heißt, ich werde jetzt dann nächste Woche 4 Wochen nach Hause gehen und auch einmal meine Frau und meine Kinder wieder sehen und auf das freue ich mich einfach sehr. Und vielleicht geht sich eine Woche irgendwo in Griechenland aus und das ist so einfach mein Ziel jetzt für die nächsten 4, 5 Wochen, Familie ein bisschen runterkommen und dann ein Restart. Der große Erfolg von Dominik Thalhammer in Belgien. Wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so gut läuft und bedanke mich auf jeden Fall für das sehr nette Gespräch. Ich bedanke mich auch. Das war also ein Einblick in das Leben von Dominik Thalhammer, der Ende November in Belgien bei Cercle Brugge angeheuert hat und den Verein vom 17. auf den 10. Platz katapultiert hat. So erfolgreich kann es auf jeden Fall weitergehen. Die Preseason hat bereits begonnen. Dann geht es nach Österreich zum Erholen, um dann den Energietank für die kommende Saison aufzuladen. Das war der Krone TV Sport Talk und ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal.